Hallo, willkommen zu einem neuen Video der Ohrenstudios. In diesem Video zeige ich heute einen Case aus dem Möbelhandel, nämlich wie funktioniert webbasiertes Augmented Reality in der Möbelbranche. Viel Spaß dabei! Zur Demonstration von diesem Case haben wir uns folgendes Szenario überlegt. Ich suche ein neues Sofa für mein Büro hier. Also, was mache ich? Ich nehme mir mein Smartphone, habe bereits die Seite von einem Möbelhändler aufgerufen und habe nun ein Produkt gefunden, was mir gut gefällt. Ich habe mir die Fotos angeschaut, finde ich super. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dieses Produkt auch in AR zu erleben, durch unseren Player. Ich klicke einfach drauf und in dem Fall öffnet sich ein neues Tab. Ich werde gefragt, ob ich die Kamera zulassen soll. Das bestätige ich jetzt hier einfach. Und dann geht es auch schon los. Was passiert als nächstes? Ich trete jetzt ein Stück zur Seite und kann nun das Produkt im Raum platzieren. Ja, und wenn ich es jetzt kaufen möchte, klicke ich einfach auf den Shopping-Link und es öffnet sich die Shop-Seite wieder und ich kann das Produkt einkaufen. So, weitere Möglichkeit neben dem Shoppen ist natürlich, dass ich mir noch anzeigen lassen kann, wie wäre es denn, wenn es ausgeklappt wäre und wieder eingeklappt, oder ich auch einfach die Farbe ändere, von grau zu blau in dem Fall. Und ich kann natürlich Videos einbetten, die mir weitere Infos geben. In dem Fall haben wir einfach ein Styling-Video mit eingebettet, was einfach von YouTube kam. Wie kann man den Player benutzen, damit User die AR-Experience erleben können? Ganz einfach, den Player auf der eigenen Webseite einbinden, dann die Webseite mit einem Smartphone oder einem Desktop-Rechner besuchen und der Player wird dann dort ausgeführt, einfach als Anzeigegerät für den 3D-Content. Wenn man zusätzlich Printmedien inkludieren möchte, kann man einfach einen QR-Code mit auf die Printmedien draufgeben. Heutzutage muss man in den meisten Fällen gar keine eigene App mehr auf einem Smartphone haben, um diese auszulesen. Einfach die Fotofunktion des Smartphones aktivieren, den QR-Code erfassen, die URL wird automatisiert ausgelesen und schon ist der User auf der Webseite, auf dem sich auch der Player befindet. So, und damit bin ich am Ende dieses Videos angelangt. Unten in die Beschreibung verlinke ich euch die Demo-Webseite, damit ihr das direkt selber ausprobieren könnt. Besucht doch ansonsten unsere Webseite oder schreibt mir eine E-Mail, falls ihr Interesse habt. Ich würde mich freuen und wünsche viel Spaß dabei, neue Technologien auch in euer Webbusiness einzubauen.